Okay. Dann machen wir nochmal so und so und so. Gut. Bam, bam, bam. Jetzt sind alle glücklich. Wir könnten das jetzt einfach wieder anschmeißen, wenn wir genug Strom haben. 12. Und es steigt. Okay, ach, es läuft ja nur der Digital Miner. Aber der läuft noch, nicht wahr? Oder nicht? Nee, den habe ich doch ausgeschaltet. Stimmt, den habe ich ausgeschaltet. Das heißt, unten läuft gerade die Verarbeitung, nicht wahr? Die verarbeiten hier gerade... Genau, die verarbeiten immer noch einen Haufen Osmium. Meine Güte. Okay, und irgendeiner ist zu langsam. Der ist zu langsam. Der ist definitiv zu langsam. Der braucht mehr Upgrades. Da bräuchte mehr Speed-Upgrades. Ich meine, wir haben gerade den Strom. Vielleicht sollte ich dem... Warte mal, habe ich die Speed-Upgrades ins Inventar gepackt hier? Nee, habe ich nicht. Wo habe ich denn die Speed-Upgrades gelassen? Habe ich die wieder in den Digital Miner reingegeben? Möglicherweise, ne? Vielleicht habe ich die wieder hier reingepackt. Ja, habe ich. Gib mal die beiden wieder her. Und jetzt geben wir die unten unserem Crystallizer. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Chemical Crystallizer. Tatsächlich, ja, der ist zu langsam. So. Möglicherweise braucht er jetzt mehr Strom, als wir haben. Der ist immer noch langsam. Meine Güte. Der ist immer noch viel zu langsam. Wir bräuchten eigentlich mehr Crystallizer. Das ist unser Flaschenhals. Oh, jetzt... Oho, das ist aber schon mal interessant. Das ist interessant. Der Chemical Crystallizer ist aber nach wie vor nicht schnell genug. Schade, dass es da... dass es da kein Dingens gibt. Use? Ja, der wird nicht schneller. Er wird einfach nicht... Er wird nicht besser. So. Left Shift for Details. Shift N für Description. Ultimate Machine used to crystallize purified ore slurry into ore crystals. Ja, ich müsste... Man müsste das alles auseinanderrupfen. Weil wie soll ich jetzt an diesen Chemical Washer noch einen Chemical Crystallizer anschließen? Ist praktisch unmöglich. Ich müsste alles abbauen und den Keller mindestens doppelt so groß machen und es noch einmal sauber und ordentlich hinstellen. Und dann würde das besser funktionieren. Der ist hier gerade leer, der kriegt nicht genug Schwefel. Der Chemical Oxidizer. Wir haben nicht mehr genug Schwefel. Das heißt, der hier wird unglücklich. Da hat er nicht mehr genug Sulfuric Acid. Mit der Zeit. Ich meine, momentan ist es egal, aber der kommt nicht hinterher. Wir haben nicht genug Schwefel. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den Digital Miner nach Schwefel suchen lassen. Das ist wichtig. Gut. Kriegen wir auch hin. Wem fehlt jetzt Iron, Infused Alloy? Das ist okay. Wir haben genug Redstone. Wir schmeißen den jetzt einfach an hier. So. Wir machen das jetzt einfach und gucken, was passiert. Wir können ja den noch kurz auslassen. Oder? Ja, wir lassen den kurz aus, weil die Purifying Factory so viel Strom verbraucht. 720 ist ja gar nicht so viel. Wie viel braucht der? 180. Okay, drauf geschissen. Lass sie machen. Lass sie machen, ist egal. Ich meine, ja klar, der Strom sinkt jetzt wieder. Aber lass sie einfach mal machen. Jetzt müssten wir mal gucken. Sulfur. Ich meine, wir haben ja hier unsere Gartenklosch. Aber wie effizient soll die schon sein? Es ist ja nur ein einziger Sulfur Seed. Wenn wir hier mal gucken, wir haben gar nichts. So. Und das Ding, das arbeitet ja. Wie schnell soll denn der verdammte Sulfur Seed wachsen? Das wird ein Bottleneck. Definitiv. Wir bräuchten auf jeden Fall eine Möglichkeit, mehr Sulfur zu bekommen. Gibt es Deep Slate? Gibt es normales? Bedrock Sulfur Ore. Stimmt, Bedrock Ores. Ah, wie funktionieren die nochmal? Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Bedrock Ores. Da müsste ich mal gucken. Es gibt doch hier diese komischen Regenerative Gold Cluster. It comes with great power. Man kann es doch irgendwie direkt abbauen, oder?
Na Gott, wie war denn das? Irgendwie funktionierte das, aber ich... Mit Sicherheit funktionierte das irgendwie, aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Und irgendwo hier war ein Loch bis Bedrock. Irgendwo habe ich ein Loch bis Bedrock gebuddelt, aber ich weiß nicht mehr wo. Gut, dann machen wir ein neues an einer Stelle, die ich ebenso nicht wiederfinden werde. Nee, wahrscheinlich nicht. Doch, da habe ich es probiert, ne? Da habe ich angefangen. Wir machen einfach hier. So, und buddeln uns runter bis zu Bedrock. Weil irgendwie diese Bedrock-Ores waren ja... Ich weiß nicht genau wie, ich glaube, man kann drüber stehen bleiben und das abbauen und bekommt immer wieder neue Sachen. Aber dann müsste man es irgendwie automatisieren. Und am besten mit dem Tesseract mit Strom versorgen und an die Basis schicken. Und die ganze Zeit Sulfur abbauen. Und ihm immer wieder neue... Ihm immer wieder neue Pickaxes geben. Da ist mein Loch. Ach, keine Ahnung. Und dann müsste ihm immer wieder neue Pickaxes geben oder sowas. Wie auch immer, da funktioniert ein Autonomous Activator oder so für die, die die alten Begriffe noch kennen. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wie die funktionieren. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Und natürlich müssten wir erst einmal ein Sulfur Ore finden. Ich meine, wenn es erst einmal soweit ist, dass alles auf Hochtouren läuft, dann müssen wir das mit Sicherheit auch machen. Und wo wäre denn der Spaß, wenn wir nicht versuchen, auf Hochtouren zu laufen? Mit maximaler Effizienz. Ich meine, irgendwo ist ein Limit erreicht, alleine weil ich keine zweite Maschine da einbauen kann. Von daher ist das Limit sogar relativ schnell erreicht, aber wir sehen jetzt schon, dass Sulfur ein Problem darstellt. Und das dürfte eigentlich nicht sein. So, jetzt haben wir hier Milk Sieb. Oh, das ist natürlich auch interessant. Es gibt auch ein Milchohr. Und hier haben wir jetzt Bedrock Lapis Ohr. Und das kann ich einfach so abbauen. Und das gibt mir jetzt hier ein Lapis. So. Und wenn ich es mit Silk Touch probiere, was passiert dann? Gar nichts. Ja, interessant. Ach, Level Netherite. Okay, was ist denn, wenn ich hier Vein Miner mache? Gar nichts. Na doch, ist ein bisschen mehr rausgekommen. Warte mal. Jetzt haben wir 13, ne? Jetzt haben wir 21. Das waren 8. Jetzt halt ich Vein Miner gedrückt. Ja, nee, es bringt nichts. Okay, das ist interessant. Aber ich weiß nicht, ob wir das so umsetzen können. Wir machen jetzt hier mal kurz einen Wegpunkt. Add Waypoint. Bedrock. Bam. Und der ist jetzt wieder da oben. Na gut, egal. Scheinbar kann die Mod das nicht anders. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt könnten wir mal gucken, wie das funktioniert. Wie man das am besten macht. Da wird immer mehr Osmium verarbeitet. Wir gucken mal wieder, nur so aus Spaß. 429 fehlen noch. Das klingt gar nicht so viel. Ich meine, wir sind hier tatsächlich langsam durch mit unserem Osmium. Interessanterweise. Das ist jetzt gar nichts mehr, was jetzt noch aktiv... Wo jetzt noch viel in der Warteschlange ist. Aber ich glaube, unten die Maschinen arbeiten ja auch noch, nicht wahr? Ja, die sind auch noch nicht fertig. Und denen mangelt es an etwas. Chemical Dissolution Chamber, dem mangelt es an Sulfuric Acid. Wir haben jetzt das Problem, dass wir nicht genug Schwefel haben. Ich meine, der kann immer noch verarbeiten, weil er noch Osmium Slurry hat. Dem geht sein Dirty Osmium Slurry aber aus. Und der kann kein neues herstellen, weil kein Sulfuric Acid durchkommt. Weil das zu langsam wächst. Wir hatten einen netten Puffer, aber es reicht nicht. Jetzt müssten wir mal etwas probieren. Wir nehmen jetzt alle keine Angst kriegen. Wir gucken jetzt einfach mal, nur um uns das etwas zu erleichtern, nehmen wir hier ein Bedrock Sulfur Ore. So, ja? Ich zerstöre das dann auch wieder, selbstverständlich. So, Bedrock Sulfur Ore. Level Netherite. Und, jetzt gucken wir mal, hier gibt es irgendwie nichts, ne? Hier gibt es ein Leaky XP Conduit. It hums with great magical power. Place in Hollow Bedrock to activate. Keiner weiß, was Hollow Bedrock ist. Ich meine, das ist auch alles regenerativ. Ich weiß nicht, wie man das bekommt. Wenn ich jetzt hier einen regenerativen Sulfur Cluster habe, was macht denn der? Ist das wie, ich meine, wie funktioniert denn das? Ist das Place in Hollow Bedrock? Ach so. Okay, damit können wir praktisch definieren, was aus dem Bedrock werden soll. Aber ich dachte irgendwie, dass das etwas ist, was man aus dem Bedrock rausbekommen kann, um
wie ein Creative Item, was sich nicht aufbraucht oder sowas. Jetzt gucken wir mal, ob es einen Autonomous Activator gibt. Aquatic Entangler, Sequential Fabricator. Nee, gibt es nicht. Denn bräuchten wir eigentlich einen, nicht einen Clicker, aber wie heißen denn die Dinger? Die gibt es doch sogar von Minecraft selber. Etwas, was ein Item benutzen kann. Nicht wahr? Gibt es doch, glaube ich, oder? Oder nicht? Wie heißt denn das? Ein Dispenser? Nee, ein Dropper? Auch kein Observer. Ein Dispenser, ein Dropper? Wie hieß denn das? Ich habe das doch benutzt, um Holz abzubauen. In der letzten Staffel, glaube ich? Wie wär's denn mit einem Blockbreaker? Breaker, Tectonic Explosion. Ach Mann, ey, also wirklich. Ein Block. Ja toll, die heißen alle Block. Scheiße, danach kann ich nicht suchen. Ein Harvester? Nee, auch nicht wirklich. Mechanical Harvester. Ich brauche irgendetwas, was für mich auf diesen Block klickt. Jetzt gucken wir mal anders nach Thermal und wollen mal sehen, was es hier für Maschinen gibt. Ein Arboreal Extractor. Ein Aquatic Entangler. Ein Batch Composter. Hive Hopper. Igneous Extruder. Vacuumulator. Nullifier. Decoctive Diffuser. Energetic Infuser. Das ist alles. Das macht so ungefähr den Eindruck. Aber es ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich das umsetzen soll. Also ich weiß es nicht. Nicht, ich bin mir nicht sicher, sondern ich weiß es nicht. Da müsste ich mal ein bisschen suchen, aber vorher können wir auch nochmal runtergehen ins Bedrock und erst einmal zusehen, dass wir überhaupt Sulfur finden. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Aspekt. Bevor ich nicht Sulfur gefunden habe, brauche ich ja gar nicht mit meinen gecheateten Blöcken irgendwas rumzuprobieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und das könnte ja auch schon unter Umständen ein bisschen dauern, bis wir das gefunden haben. So, jetzt gucken wir mal. Bam. Ich meine, es kann ja überall sein. Bedrock Diamond Ore. Wunderschön. Okay, hier bin ich schon mal lang gegangen, wisst? Warum finde ich denn ständig die Überbleibsel meiner vergangenen Abenteuer? Zink. Zink ist ja nur etwas, was wir gar nicht brauchen. Lead. Okay, ich glaube, das könnte hier ein Weilchen dauern. Okay, ich habe gesucht und ich habe keine Ahnung, wie man das abbauen könnte. So wie ich das... Also, ich bin hier ein bisschen durch das Bedrock durchgelaufen und bin noch einmal hergekommen und habe wieder Materialien abgeladen und den Atomic Disassembler aufgeladen. Aber ich finde keine Möglichkeit, das hier automatisch abzubauen. Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt. Da bin ich mir sicher. Oh nein, der hat nicht mehr genug. Scheiße. Jetzt geht's hier los. Nicht mehr genug Oxygen. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, aber ich weiß es gerade nicht. Und ich habe da keine gute Lösung für. Da bin ich vielleicht auf die Hilfe von euch angewiesen, was es für Blockbreaker in diesem verdammten Modpack gibt. Der muss ja irgendeinen Namen haben. Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu automatisieren. Aber ich weiß gerade nicht wie. Jetzt sehen wir natürlich, wir haben kein Oxygen mehr. Was natürlich schlecht ist. Aber der hier, gut, der hat auch gerade nicht genug Strom. Vielleicht liegt es auch daran. Der hat aber auch noch gar keine Speed-Upgrades, sondern nur Energy-Upgrades. Da können wir natürlich auch noch was machen. Weil eigentlich verbrauchen die nicht viel. Der hier hat schon seine ganzen Gas-Upgrades und sowas. Die verbrauchen nicht viel. Das ist nur, weil jetzt alles gleichzeitig lief. Da können wir aber auch noch einen zweiten hinzufügen, wenn es soweit kommen sollte. So, die hier sind halt... Okay, die haben jetzt gerade sowieso alle keinen Strom. Da liegt es jetzt an dem Strom, den sie nicht haben. Und generell an allem, weil ich das alles hier gerade ziemlich alleine gelassen habe. Aber das könnte natürlich auch bedeuten, dass wir jetzt durch diese 10-15 Minuten Wartezeit immer noch nicht genug haben. 211 fehlen noch. Okay, da sind ja schon mal 80 und da sind nochmal 60. So, das sind ja schon 140. Und da unten ist ja auch immer noch was drin. Also wir haben genug, es muss nur verarbeitet werden.
So, die haben jetzt hier halt gerade nicht genug Strom. Aber sie müssten jetzt langsam wieder genug Strom bekommen. Einfach weil wir sonst für nichts Strom verbrauchen gerade. Warum verbrauchen die gerade so viel? Input 1,5 Kilo und Output 1,5 Kilo. Ja, 1500 ist ja auch normal eigentlich für unseren Durchsatz. Weil komisch, hier oben ist gerade alles aus. Eigentlich müsste das jetzt wieder schneller und besser funktionieren. So, jetzt machen wir mal wieder so, ne? Damit es erstmal so verarbeitet wird. So. Und dann sind erstmal wieder alle glücklich. Und dann kann sich das erst einmal wieder aufbauen hier. Und ein bisschen vorbereiten auf diese ganze Geschichte. Ja. Der hat genug Strom, aber nicht wirklich. Der ist auf jeden Fall nicht schnell genug. Der füllt sich jetzt wieder. Aber wie gesagt, das ist etwas, was wir immer noch mit einem weiteren Electrolytic Separator bereinigen können, wenn das nicht ausreicht. Deshalb gucken wir jetzt mal hier. Speed Upgrade braucht Osmium, oh nein. Bitte kein Osmium. So, wir machen mal hier 4. Ultimate Crushing Factory, kein Eject Osmium. Und dann gucken wir mal, ob wir dem jetzt hier nicht mal ein paar Speed Upgrades geben können, damit der schneller ist. Wie gesagt, wahrscheinlich nicht die beste Idee der Welt. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Jetzt verbraucht er 2500. Ah ja, das ist natürlich nicht so geil. Ne? Also es ist nicht die beste Lösung der Welt. Ich fürchte, mit 50 Solarpanelen kommen wir überhaupt nicht hin. Aber der Punkt ist, wenn wir noch nicht komplett damit hinkommen, dann können wir auch 50 weitere bauen. Es muss ja nicht alles auf 100% Effizienz laufen, sondern erst einmal auf Effizienz. Und wenn es erst einmal so ein bisschen auf Effizienz läuft und alles so auf halbe Stärke, dann können wir immer noch losgehen und es noch extremer machen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. In der Zwischenzeit werde ich hier noch ein bisschen mehr in dem Bedrock rumwühlen. Kann ich euch mal zeigen, was ich hier ausgebuddelt habe. Die Sachen sind hier auch inzwischen despawned. Ich meine, ich habe hier schon eine beträchtliche Höhle gebastelt. Wir haben auch hier Hollow Bedrock gefunden. Man kann mit speziellen Enchantments kann man diese Blöcke zerstören und dann bekommt man diese Crystal daraus und die kann man dann in den Hollow Bedrock reinlegen, um festzulegen, was aus diesem Bedrock rauskommen soll. Um praktisch seinen Typ festzulegen. Also da kann man schon ein bisschen was machen, wenn man will. Aber wie gesagt, die Mod an sich hat mir jetzt nicht geholfen. Hat mir jetzt nicht dabei geholfen, den Block zu finden, den ich brauche, um das abbauen zu können. Und Plexiglas Mountain ist jetzt nicht das bekannteste oder beliebteste Modpack der Welt. Von daher, da die Ressourcen zu durchsuchen, um zu gucken, so eine einfache Google-Suche, was gibt es denn im Plexiglas Mountain für Blockbreaker? Das findet man leider so ohne weiteres nicht raus, wenn man sich nicht mit den Mods auskennt. Und ich muss einfach sagen, die Mods haben sich über die letzten Jahre, in den Jahren, in denen ich mich richtig gut mit den Mods auskannte, so sehr verändert, dass ich einfach nicht mehr weiß, was noch Teil von diesen Mods ist und was nicht mehr. Muss man einfach so sagen, die Mods haben sich sehr verändert. Und die meisten YouTuber und Videos, die ich zu der Zeit geguckt habe, die machen heute zu einem großen Teil einfach kein Minecraft mehr. Und wo soll ich dann mein Minecraft-Wissen herbekommen? Woher soll ich wissen, ob es einen Blockbreaker in Mechanism gibt und wenn ja, wie der heißt? Keine Ahnung. Gold, scheiße. Ich weiß, wie er vor 5 Jahren in Thermal Expansion hieß. Oder in Mine Factory Reloaded, was jetzt nun mal in dem Modpack auch nicht drin ist. Aber ich weiß einfach nicht, wie es in diesem Modpack heißt, was es in diesem Modpack für Möglichkeiten gibt. Ich habe buchstäblich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Methode ist, um mehr Sulfur zu bekommen. Man kann natürlich immer überlegen, wenn jetzt Strom kein Problem mehr ist und Strom egal ist, was kann man dann machen? Da, Bedrock Sulfur Ore. Was kann man dann machen? Gibt es dann eine bessere Methode oder sollte ich einfach mehr von diesen Garden Cloches bauen
und einfach mehr Seeds anpflanzen. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, von den Bedrock Ores eine Durability festzusetzen. Das heißt, wenn ich den jetzt abbaue, könnte es sein, dass der Schaden nimmt mit der Zeit. Dass der keine endlose Durability hat. Das weiß ich nicht. Das ist in den Konfigurationen festgelegt. Das kann man so definieren. Dass die halt irgendwann kaputt gehen mit der Zeit. Keine Ahnung. Wenn ich den jetzt hier... Nee, nicht so, sondern wie war denn das? Ich glaube, irgendwie Shift-M? Nee, Shift-N. Und dann auf Fast. So, verbraucht er natürlich deutlich mehr Strom. Geht hier natürlich schneller. Aber wie gesagt, wie lange soll das halten, wenn ich hier runtergehe und mal einen Stack abbaue? Wie viel soll das schon bringen? Ich brauche eine Maschine, die ganze Zeit hier steht und das für mich macht. Und das muss ja wohl möglich sein. Ich habe auch überlegt, in Mechanism gibt es ja diesen kleinen Robot, den man programmieren kann. Aber ich glaube, der kann nur Blöcke direkt vor sich abbauen und nicht unter sich. Wie gesagt, ich weiß es nicht zu 100%, aber jetzt ein Robot zu bauen, um das auszuprobieren, ohne es zu wissen, erscheint mir auch nicht nach der angenehmsten Beschäftigung, die ich mir vorstellen kann. Von daher ist es alles nicht ganz so einfach. Und das wäre eine große Hilfe, wenn ihr mir sagen könntet, wie man da am besten rangehen sollte. Was es für Möglichkeiten gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Digital Miner den abbaut. Glaube ich eigentlich nicht. Wir können das ja mal probieren. Wir können ja mal probieren, was der Digital Miner dazu sagt. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, wie soll das funktionieren? Wie soll der das abbauen? Wir probieren es mal. Wir gehen mal zum Digital Miner. So. Und sagen dem mal... wie nennt man das überhaupt? Wie ist denn das definiert? Wahrscheinlich auf eine ganz furchtbare Art und Weise. Wenn wir jetzt mal hier... Reset, Config, New Filter, Tag... Und dann sagen wir mal... Bedrock, dann findet der gar nichts. So, das ist natürlich schwierig. Wenn wir jetzt gehen auf Sulfur, so, bam, dann geht der hier durch und will natürlich auch die komprimierten Sulfur-Blöcke und sowas abbauen, aber der würde nie diesen Sulfur-Bedrock anbauen. Das würde der nicht machen. Deshalb geht es, glaube ich, auch Material... Genau, dass man einen Block reingibt, nicht wahr? Genau, dass man ihm das reingibt, koppelt Deep Slate und dann... Okay. Das machen wir mal nicht Tag, sondern Material. So. Und jetzt gebe ich mir wieder hier einen so einen Block und guck mal. Bedrock Sulfur Ore. Okay, sollen wir das mal... Bedrock Sulfur Ore... Guck mal, der scrollt ja hier durch alle Materialien durch, die es gibt. So, wir werden mal kurz den hier. Forge.or/osmium. Das war aber ganz schön komplizierter Filter. So, jetzt starten wir den mal. 42.000. Stopp. Silk Touch aus, Auto Eject aus. Was baut denn der jetzt hier ab? Kohle. Kohle? Nochmal Kohle. Was baut denn der jetzt? 400.000? Cobble Deep Slate. Okay, abbrechen. Das hilft ja natürlich überhaupt nicht. Auto-Eject, Silk Touch. Das bringt natürlich nichts. Materialfilter. Using Material of Bedrock Sulfur Ore. Delete. New Filter. Ja, Mod-ID. Mod-ID wäre Dado-Bug. No matching target. Man weiß halt nicht, was die ID wirklich ist, was die bedeutet. Auto eject. Extrahier das mal. Warum extrahiert er das nicht mehr? Auto eject on. Start. Ich will, dass du das da rausziehst. Auto pull. Der zieht es dann nicht mehr raus. Jetzt ist es aus irgendeinem Grund wieder kaputt gegangen.
Tesseract hat 0 Flux. Okay, vielleicht liegt es auch daran. Aus irgendeinem Grund wird es nicht mehr exportiert. Okay, wunderbar. Das ist natürlich... das ist natürlich super, immer wenn irgendein random Scheiß mit einem Mal nicht mehr funktioniert. Und man weiß nicht, warum. Was ist da los?